So Jens, was ist los? Hast du was? Alter, ist das die Kolle. Ich hab jetzt gedacht, irgendwie ein Hänger aus. Oh, kommt so langsam. Oh. Ja, da geht nochmal los. Das ist eine Maschine, Alter. Oh, das ist ein Kabel. Er weiß genau, was abgeht, ne? Mahlzeit Leute, hier ist wieder der David von Fischers Gold. So, und nachdem es jetzt bestimmt eine Stunde lang übelst runtergehauen hat, richtig fetter Platzregen und Gewitter überall rings um uns herum, haben wir uns jetzt doch noch entschlossen, ans Wasser zu fahren. Jetzt sind wir da. Was machen wir heute Schönes? Wir gehen heute auf Hecht mit Jogbeet. Wollen wir mal sehen, wie das klappt. Genau, Jogbeet. Jens, du benutzt den Scarbait von Fischers Gold. Ich benutze den Jackson Jerk. Und da wollen wir mal gucken, was dabei rumkommt. Ja, Barsche soll es ja auch geben, große. Eine große Wälze. Genau, und zu später Stunde gehst du dann noch auf Zander, oder? Genau. Mit Köderfisch. Mal gucken, ob ich dann noch da bin. Jens will ja heute grillen. Fresse schnell noch eine Wurst und dann gehe ich heim. So, wir sehen uns dann. Ja, Jens, du warst doch gerade kackend da hinten. Hast du da Hecht gesehen? Nee, überhaupt keinen. Na, ne Scheiße. Nicht einen einzigen. Aber wir probieren es mal noch weiter hier hinten. Mal gucken. Vielleicht klappt es ja noch. Komm, Jens, wir machen eine neue Challenge. Weil als erstes aufs Maul fliegt, okay? Der Gewinner kriegt noch einen aufs Maul. So, Meister, was los? Warum beißt du nicht? Ja, das sieht am Wetter. Nicht am Angler. Kein so, Fall. Wir sind jetzt auch komplett durch, bis auf den Schlüpper. Ja. Also, du musst mir nachher meine Schlüpper von dir leihen. Kein Problem. Und eine Strumpfhose für zu Hause. Ich habe noch ein paar in der Wäsche. Das ist so ein Scheiße, wenn ich so ein Lass hier immer fahre. Können wir machen. Ja. Nee, ich vertraue dir da nicht mehr. Los, flieg aufs Maul. Ja, schade. Hier vorne hat gerade was geblitzt, hier vorne silbern. Ah. Nicht gesehen, was es war. Das ist schon silberner Blitzer gerade.
Was machst denn du da? Komm, nicht schon mit der Pause machen, steh ja ab. Es gibt heute nichts zu fressen. Das kannst du knicken, ich komme hier nicht hoch. Ich rutsche einfach mit den Schuhen zu. Mensch! Und eins und zwei und drei. Julia, fass den Dächer an. Geht doch. Oh, oh Junge. Jetzt hat er mich noch mit Ja, super, der Köter. Schnell Kescher auf. Alter, ist das die Tolle. Kommt so langsam. Nicht, dass er aussteigt, der hängt nämlich bloß vorne drin. Oh. Der geht noch mal. Ja, der geht noch mal los. Oh, das ist ein Käfer. Der weiß genau, was abgeht, ne? Jetzt haben wir ihn. Yeah. Oh, das sieht gut aus. Yeah. Yeah. Geil. Ich habe Hechthände. Hechthände! Super Köder, einwandfrei. Heute das erste Mal getestet und sofort hat es Peng gemacht. Einwandfrei. So Leute, das war's für heute. Jetzt ist es mittlerweile 9:30 und 10, keine Ahnung. Also jetzt wird es wirklich ziemlich dunkel. Ja, und jetzt, ich glaube 9:45 war es jetzt, also wirklich kurz vor dem Dunkelwerden. Habe ich gerade gesagt, so heute wird es eh nicht mehr, können wir nach Hause gehen und so wie ich es ausspreche, macht es bumm. Genau. Beim Jens in der Rude und da war der fette 80er Hecht dran. Ja. Ansonsten, trotzdem hat es sich gelohnt, auch wenn wir bis auf den Schlüpfer durch sind heute und nass sind, aber für den schönen 80er Hecht hat sich es allemal gelohnt. Auf jeden Fall. Ja, ich würde sagen, hier kommen wir vielleicht später nochmal her. Auf jeden Fall. Gut, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei sein wollt, dann sehen wir uns dann. Macht's gut. Ich steh doch da die ganze Zeit. Wir hatten noch mal einen kleinen. Hast du gehört? Hört die nur was? Die hört nichts mehr. Deine Frau steht da hinten im Gebüsch schon seit einer Stunde. Ich weiß nicht, was sie da macht. Ja, toll, du Arsch, das müssen wir da rausschneiden, Mann. Warum? Ja, die fängt vielleicht irgendwelche Käfer oder Grashüpfer, weil sie morgen wieder Forelle will. Das kann sein. So, machen wir Hema. Ja, würde ich sagen. Jens, wo bist du? Hab Angst. Ich hab Angst. Nachts durch den Wald. Oh, zum Glück ziehst du eine übelste Stinkwolke hinter dir her, da finde ich dich.